Ich bin der Johannes Freibert, ich komme aus Ebern und bin 28 Jahre alt und mache nebenbei Messer. Was mich an den Messern so fasziniert, ist das älteste Werkzeug der Menschheit. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das Messer auch in einem normalen Haushalt das einzige Werkzeug, dessen Gebrauch und Umgang man wirklich noch erlernen muss. Das Besondere an meinen Messern ist, die sind aus Carbonstahl, also sie rosten, wenn man sie falsch pflegt. Und das ist auch schon eigentlich der einzige Nachteil, dass man die Messer gut pflegen muss. Das Besondere ist, dieser Stahl, der bekommt mit der Zeit eine Patina durch säurehaltige Lebensmittel. Und verändert immer wieder das Aussehen und das gibt dem Messer einen Charakter, eine Seele, kann man schon fast sagen. Die Arbeitsschritte von so einem Messer, die fangen erstmal mit der Idee an. Was will ich mit dem Messer machen? Dann wird das Ganze quasi ausgeschnitten aus dem Stahl. Ich verwende keine maschinierten Arbeitsschritte. Also das ist alles nur mit dem Nötigsten, mit einem Bandschleifer und mit einer Standbaumaschine und mit einer Bandsäge wird das quasi alles entstehen. Das ist im Endeffekt der Rohling. Das ist ja nur die reine Form, ohne Anschliff. Da geht es dann darum, wenn ich diesen Rohling fertig habe, dass es zum ersten Anschliff kommt. Das ist dann die Primärphase, nennt man die. Das ist die Keilform, in das das Messer gebracht wird. Und danach kommt erst das eigentliche Härten. Das wird einmal auf 840 Grad erhitzt. Und dann, je nachdem, was es für ein Stahl ist, in speziellem Öl ausgekühlt, abgeschreckt. Und das Problem danach ist, der Stahl ist dann extrem hart. Zu hart, um irgendwie was damit anfangen zu können. Und deswegen kommt die dann auch noch in den Anlassofen. Das ist dann meistens nur noch bei 200 Grad für 1-2 Stunden. Je nach Stahlsorte variiert das natürlich wieder, wird dem Stahl Härte genommen und dafür gewinnt der Stahl Flexibilität. Dann geht es auch schon ans Holz. Was für ein Griff soll es werden? Was passt dann auch zum Finish? Das Besondere an meinen Messern, da kommt eine individuelle Ätzung, wenn gewünscht, drauf. Das sind absolute Unikate, die ich herstelle. Und mit ziemlicher Sicherheit findet man kein zweites.